Eine Hochzeit der besonderen Art fand am 11. Juli 2020 im Garten der Villa Domäne in Uftrungen statt. Mike Siebert, ortsansässiger Bauunternehmer und Eigentümer der ehemaligen Dorfschule, die er vor 6 Jahren in ein Schmuckstück verwandelte, und Stefanie Weingart, Leiterin der Kompetenz zu Hause der Projekt 3G GmbH, wollten sich das Jawort geben. Dazu waren auch alle Bewohnerinnen und Bewohner des beliebten Seniorenwohnheims eingeladen. Alle, die irgend konnten, mit oder ohne Rollator oder Hilfe durch die Alltagsbegleiterin, kamen also in den festlich geschmückten Garten und suchten sich ein Plätzchen. Und während auch der Geschäftsführer der Projekt 3G GmbH, Uwe Behrens, und seine Partnerin eintrafen, waren der Bräutigam und die 3 Jungen der Patchwork-Familie, Gordon, Malte und Ricky, längst vor Ort. Könnt eigentlich sofort anfangen mit Heuen, aber das mache ich nachher. Keine Angst. Wie seid ihr drauf gekommen, zusammen mit den Bewohnern hier im Garten das zu feiern? Das ist halt unser Ort. Hier haben wir uns kennengelernt und wir geben halt den Bewohnern auch ein Stück was zurück, indem wir diesen Ort hier wählen. Die waren alles schon eine Woche vorher in Aufruhr. Das ist einfach nur schön. Nicht so schön war, dass es begann zu regnen, was die Zaungäste aus Uftrungen jedoch nicht störte. Mike Siebert ist jedem im Ort bekannt und sehr beliebt. Weil Mike hat so viel aufgebaut und gemacht. Und deswegen guckt man da jetzt Mike mal. Mike ist ja bekannt in Uftrungen. Sehr bekannt, ja. Also deswegen hat er Sache. Ja. Kennen Sie den schon als kleinen Jungen? Ja. Ja, ich kenne den immer, schon immer eigentlich. Ja. Na klar, war ich vor. Du kannst sagen, er ist mit deinem Sohn in der Schule gegangen. Ja, kannst du auch sagen, aber jedenfalls muss man schon gucken, wenn Mike heiratet. Ja, ja. Und hier hat er alles gemacht. Und das finden Sie das gut, was hier draußen geworden ist aus der alten Schule? Ja, alles super. Also sonst wäre das auch vergammelt. Ja, bist du auch aufgeregt? Ja, wie verrückt. Ich wünsche mir eigentlich nur Sonne. Und ja, dass alle da sind. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Ja, ganz viel Glück, Gesundheit. Ja, dass meine Familie und meine Freunde alle gesund bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe halten uns zusammen. Ehrlichkeit und Zärtlichkeit sowie Vertrauen füreinander sein. Das Leben ist wohl. In schlechten Zeiten bleib ich bei dir. In Freude und Leid und Ewigkeit bleib ich bei dir. Wenn du bei mir bist, dann weiß ich, wer's Liebe ist. So nahmen die Dinge also ihren Lauf und unter professioneller Anleitung der Agentur Herzallerliebst Events waren die beiden nach etwa einer Stunde Mann und Frau. Standesamtlich hatten sie es allerdings schon ein paar Tage vorher getan. Super. Also, was wünscht ihr den beiden? Viel Gesundheit und Liebe und dass sie sich nie wieder trennen werden. Und ich wünsche alles Gute.